Ginzler, warum der Star aus Verliebt in Berlin vor allem verliebt in Zürich ist. Wir haben Mathis Künzler am Theater an der Sihl in Zürich getroffen. An dem Ort, wo eigentlich alles angefangen hat. Aufbau für Künzlers selbstgeschriebenes Theaterstück, in dem es um kleine Dinosauriergeschichten geht. Für ihn ist es selbstverständlich, dabei eigenhändig mitzuwirken. Das Originalskelett von einem Stegosaurus. Ich komme vom Handwerk und das ist für mich irgendwie so auch meine Wurzeln. Und ich habe immer so davon geträumt, einmal mein eigenes Theater irgendwie rumzukutschieren und so. Und wer weiß, das ist jetzt mal der Anfang zumindest. Nach der Grundschule absolvierte der 29-Jährige eine Lehre als Metallbauschlosser. Aus eigenem Willen und nicht, weil es die Eltern so wollten. Ich habe irgendwie gefunden, nach der ganzen Schulzeit, dass ich eigentlich etwas machen mit den Händen und so. Und es ist mir irgendwie näher gestanden, als direkt zu studieren oder was auch immer. Und dann hat sich das Schlosser irgendwie angeboten. Das ist auch mehr so aus dem Bauch heraus entschieden. Mit 16 kann man es auch noch nicht wirklich wissen, was man wirklich will im Leben. Vom Schlosser zum Schauspieler, auch eine Variante von der Tellerwäscher-Millionär-Geschichte. Im aktuellen Theaterstück findet Künzler zurück zu seinen schauspielerischen Wurzeln. Schon seine ersten Auftritte hatte er in eben diesem Kleinkunsttheater an der Sihl. Hier an der Zürcher Theaterschule hat er das schauspielerische Handwerk gelernt. Grund genug für eine kleine Exkursion in die eigene Vergangenheit. Ja, im Moment spiele ich ja da für Sat.1 so einen Ermittler, CSI-mässig und so. Und das ist natürlich ein ziemlich krasser Unterschied, wenn ich das vergleiche mit meinen ganzen Rollen, die ich hier in der Schauspielschule gespielt habe teilweise. Seit seiner Zeit in Zürich hat sich bei ihm einiges getan, auch im Privaten. Seine große Liebe fand er hier, an der Theaterschule. Ja, also wenn man zusammen spielt und dann irgendwie ein Liebespaar spielt, dann plötzlich wird es halt ernst. Aber ja, wir haben beide die gleiche Leidenschaft und das zählt irgendwie. Und von dem her ist das Verständnis da und das ist irgendwie das Wichtigste für eine Beziehung. Dass man gegenseitig das respektiert und auch bewundert, was der andere macht und so funktioniert. Und so weit, dass wir jetzt ein Kind haben, also, das ist alles bestens. Mit seiner Frau Sonja und dem einjährigen Florin wohnt der Basler seit einiger Zeit in Berlin. Dennoch genießt er weiterhin die Vorzüge von Zürich. Aber das ist schon eine extreme Qualität von Zürich. Was ich wirklich extrem vermisse in Berlin, dass man einfach eine See hat, wo man reingumpen kann, wo man sich erfrischen kann, weil die ganze Spree und so ist ziemlich verseucht. Dort kommt man lieber nicht rein. Dann bleibt nur noch zu hoffen, dass seine steile Karriere noch lange anhält und nicht plötzlich den Bach runtergeht.